Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das nächste Buch im April sprechen. Das heißt, wir machen wieder ein What I Read Next Subvotings Video. Ich habe mir 4 Bücher aus dem Romance-Bereich dieses Mal ausgesucht. Eins davon ist sogar auf meiner 23 für 23 Liste vertreten. Also, es wird spannend. Bin schon sehr gespannt, was ihr euch da aussucht. Ich habe es euch diesmal auch echt schwer gemacht, euch zu entscheiden. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch. Das wäre nämlich Love Receipts, Verführung à la carte. Und das Buch habe ich euch ja schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Das habe ich zu meinem allerersten Muttertag geschenkt bekommen von Malas Papa, als ich noch schwanger war sogar. Also ich glaube im Mai oder so war Muttertag und im April, Mai war Muttertag und im Juni kam die Kleine dann ja. Ja, ich durfte mir ein Buch aussuchen, als wir gerade sowieso in der Buchhandlung waren und darauf ist meine Wahl gefallen. Ich hatte es auch sogar mit im Krankenhaus. Ich war ja etwas länger dort, habe es aber tatsächlich nicht gelesen. Ich habe im Krankenhaus tatsächlich, obwohl ich da Zeit ohne Ende gehabt hätte, kein einziges Blatt gelesen. Aber da hatte ich auch einfach andere Gedanken. Ja, um was geht es in dem Buch? Lily De Luca würde alles für ihre Familie und das Ristorante De Luca tun, fast alles. Manchen Dingen kann sie eben einfach nicht widerstehen. Pasta, Chianti und Jack Kilroy. Als sie dem berüchtigten britischen Fernsehkoch begegnet, sprühen augenblicklich die Funken zwischen ihnen. Und das, obwohl Jack in einer neuen Kochshow als Konkurrent gegen ihren Vater antreten soll und obendrein sogar noch arroganter zu sein scheint, als die Boulevardpresse stets vermuten ließ. Doch schnell merkt Lily, dass sie vielleicht voreilige Schlüsse gezogen hat und Jack ganz anders ist, als sie immer dachte. Manchmal muss man etwas Neues probieren, um die Geheimzutat für sein persönliches Glück zu entdecken. Buch Nummer 1. Dann hätten wir Buch Nummer 2, Meet Me in Maple Creek. Ich hoffe, das ist auch der erste. Ja, da ist eine große 1 drauf. Hallo? Schaufeln. Ja. Das Buch ist nämlich zusammen mit Band 2 zeitgleich erschienen und gibt auch quasi, wenn man sie nebeneinander hält, ein komplettes Ahornblatt. Der zweite Band ist orange und heißt Save Me in Maple Creek. Ja. Ein paar von meinen Freunden sind ja nicht so begeistert von dem Buch gewesen, weil irgendwie der Klappentext etwas ganz anderes angeteasert hat, als im Buch wirklich der Fall war, also die komplette Story. Aber das hat ja nicht zu heißen, dass mir die Story nicht gefällt. Deshalb habe ich es auch noch nicht aussortiert. Klar, es wurde damit geworben, dass es ein herbstlicher Roman ist, weil es auch dann im Herbst erschienen ist. Und das ist es scheinbar nicht. Aber ich lasse mich überraschen, wenn ihr sagt, liest das Buch, dann müsst ihr euch für Buch Nummer 2, Meet Me in Maple Creek, entscheiden. Innerhalb eines Augenblicks ist in Miras Leben nichts mehr so, wie es einmal war. Eben noch schlendert sie mit ihren Freunden über den Unicampus und genießt die herbstliche Idylle ihrer Heimatstadt Maple Creek. Im nächsten Moment steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dessen Existenz sie nichts gewusst hat. An seiner Seite ist sein bester Freund Joschka, der einen Wirbelsturm der Gefühle in Mira auslöst. Hinter Joschkas grünen Augen und Narben verbergen sich mehr Geheimnisse, als ein Mensch haben sollte. Und Mira ahnt, wie sehr sich sein bisheriges Leben in der New Yorker Untergrundszene von ihrem unterscheidet. Entgegen aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen und auch Joschka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten bis nach Maple Creek gefolgt und droht nun, die beiden gewaltsam auseinanderzureißen. Buch Nummer 2. Das nächste Buch durfte gerade erst hier einziehen. Und da freue ich mich auch sehr drüber, dass es das endlich durfte. Soul Food hat nämlich ganz lange auf meiner Wunschliste gestanden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich das Buch in meinem Neuzugänge-Video vergessen habe. Oder habe ich es schon einen Monat früher bestellt? Also falls es in den letzten beiden Neuzugänge-Videos nicht drin war, dann denkt es euch einfach dazu. Das durfte nämlich auch hier einziehen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob es im Februar oder im März war. Auf jeden Fall hat mich das Cover schon ganz lange fasziniert und deshalb hatte ich im Geschäft auch öfter mal danach gegriffen und warum ich es nicht gekauft habe, I don't know. Jetzt ist es auf jeden Fall hier und es kann fleißig dafür abgestimmt werden.
Obwohl es ihr Abschlussjahr an der Highschool ist, hat Emoni das Gefühl, wichtige Entscheidungen immer nur für andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei der Großmutter und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist die Küche. Denn Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre große Begabung. Man sagt, dass in all ihren Gerichten etwas Magisches steckt, das die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni es schaffen, an sich selbst zu denken und ihre eigenen Träume zu verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt? Buch Nummer 3. Und das letzte Buch habe ich tatsächlich von der Autorin selbst bekommen. Ich habe es gewonnen. Eigentlich habe ich die ganze Reihe gewonnen, aber die halte ich euch jetzt natürlich nicht in die Kamera. Stellvertretend halte ich euch Band 1 in die Kamera. Und das würde mich quasi, wenn ihr das wählt, dazu zwingen, die komplette Reihe zu lesen. Weil wenn sie schon mal da ist, dann lese ich sie auch in einem Rutsch. Das macht ja wohl Sinn. Aber um was geht es in der Reihe? Auf der Suche nach ihren Wurzeln bricht Marley nach ihrem Uni-Abschluss zu einem Roadtrip durch Kanada auf. Doch schon bald strandet sie dank einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Um ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der lokalen Tierarztpraxis aus und trifft dort den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quäligen Großstädterin, aber als die beiden während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Marleys Vergangenheit, die sie an diesem idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht, könnte sie fast für immer bleiben. Ich würde sagen, das waren jetzt wirklich 4 komplett unterschiedliche, aber auch faszinierende Geschichten. Also es hatte schon seine Bewandtnis, warum ich jedes einzelne der Bücher gekauft habe, haben wollte, auf meinem Sub hatte, auf meiner Wunschliste hatte, etc. etc. Ich würde sie euch jetzt gerne nochmal im Schnelldurchlauf zeigen, damit ihr euch dann danach entscheiden könnt. Das erste Buch wäre Love Receives Verführung à la carte. Buch Nummer 2, Meet Me in Maple Creek. Buch Nummer 3, Soul Food. Buch Nummer 4, When the Storm Comes. Eigentlich würden 3 davon implizieren, die komplette Reihe weiterzuführen. Ich habe 2 davon auch komplett zu Hause. Soul Food ist ein Einzelband, aber ich möchte euch da jetzt nichts vorwegnehmen. Es ist eure Entscheidung. Ich füge mich eurem Urteil. Schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei. Da werde ich es in die Story stellen und werde dort abstimmen lassen. Da sind die Leute doch immer sehr abstimmfreudig. Hier eine Umfrage zu machen, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ob ich es dafür mal probieren wollen würde, könnte ich tatsächlich mal testen. Ja, aber das soll euch jetzt nicht belasten. Ich verabschiede mich nämlich jetzt von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!